Hallo Jörg Fuhrmann hier. Du liebst Regeln und Ordnung über alles. Das ist schön. Vielleicht merkst du aber, dass mit den Regeln im Außen nicht unbedingt eine innere Ordnung einhergeht. Und das ist auch interessanterweise das, was viele Therapeuten, die ich hier im Coaching und in der Supervision habe, feststellen. Sie machen ihre Arbeit genau nach einem Protokoll. Sie arbeiten nach genauen Regeln, die ihnen vielleicht auch ein Dachverband vorgibt oder eine Methode vorgibt. Und sie merken aber, dass sie nicht zu den Ergebnissen kommen, die sie sich wünschen. Und ich habe immer wieder auch Menschen in Ausbildungen gehabt, die einen freien Raum, deswegen heißt mein Laden ja auch Freiraum, kaum ertragen konnten. Sie wollten für alles sofort die nach dem Kausalitätsprinzip die Regel erklärt haben oder sofort die Lösung haben für ein Problem X. Und das ist eben diese alte Denke, man könnte auch sagen auf eine gewisse Weise eine maskuline Denke, womit ich jetzt keine Männer diskreditieren will, weil Frauen denken auch sehr häufig nur so. Gerade wenn man dann sehr karriereorientiert ist, ist das häufig auch so. Und ich habe auch mit vielen weiblichen Führungskräften daran gearbeitet, diese urinstinktive weibliche Intelligenz, die sich eher so spiralförmig ausdehnt oder labyrinthartig chaotisch, wiederzufinden. Wenn alles ständig im Wandel ist, alles fließt, sich permanent verändert, zwischen den Polaritäten des Lebens und wie Nietzsche sagte, aus jedem Chaos wird ein neuer Stern geboren. Wenn du das zulassen kannst und lebst, dann und trotzdem noch in dir die Ordnung behältst, dann stellen sich Veränderungsprozesse ein, bei dir und beim anderen. Das hat auch viel mit Regulation zu tun, weil ganz viele Therapeuten werden bei chaotischen Strukturen sofort selber dysreguliert und können gar nicht mehr hilfreich für den anderen da sein. Und es ist so, dass eben nicht Regeln eine Ordnung bewirken, sondern eine innere Ordnung bewirkt letztendlich nach außen eine Regel oder ein geordnet Sein. Und das ist das Spannende. Und diesen Aspekt dieses Fehlschlusses, dieses kausalen Fehlschlusses, dass Regeln Ordnung bewirken, das ist eigentlich von der Pädagogik verdreht worden, damit die quasi ihre Daseinsberechtigung daraus ziehen kann. Und das zeigen uns zum Beispiel auch Beispiele aus der Verkehrspsychologie, wenn man Verkehrsschilder an bestimmten Kreuzungen und so weiter zudeckt, wo derjenige sich quasi in diesem Moment gerade nicht dran orientieren kann, dann fangen die Menschen an, sich am Außen zu orientieren. Das heißt, am anderen, wie der denn jetzt fährt. Bremst der nicht? Und das reduzierte tatsächlich das gefährliche Fahrverhalten oder die Unfallgefahr an dieser Kreuzung jetzt, wo man das zugedeckt hatte. Das heißt also, die äußere Ordnung war weg und dann musste eine innere eigene gefunden werden, nach der man dann reagiert oder agiert. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, diese ganze Thematik, die betrifft die gesamte Gesellschaft, betrifft nicht nur Therapeuten, die natürlich besonders, weil für die wäre es gut, wenn die ein anderes Konzept hätten und leben könnten und das auch verkörpern würden und der Klient würde das auch spüren, dass der das verkörpert. Ja, wenn der natürlich auf dem gleichen Film ist, das ist nicht so hilfreich, denke ich. Und natürlich ist die ganze Gesellschaft so gepolt, dass immer nach außen, nach Halt, nach Ordnung gesucht wird. Die Amerikaner hatten dafür auch in Deutschland einen Begriff nach dem Zweiten Weltkrieg, German Angst. Weil die Deutschen so dokumentenfixiert waren und solche Ängste hatten und natürlich, weil die alle traumatisiert waren, ist ja klar. Und das ist also ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit, der auch ganz wesentlicher Teil meiner nächsten Ausbildung sein wird, die ich aktuell am Konzeptionieren bin, die wahrscheinlich 2021 starten wird, das ist so geplant. Und ja, also da kannst du dann mehr zu diesen ganzen Themen erfahren, wie du mehr in die innere Ordnung kommst, auch wenn draußen um dich herum alles zusammenfällt.
um dann draußen im Außen wieder eine Rückwirkung zu haben, eine ordnende Rückwirkung. Ja, in diesem Sinne, schöne Grüße aus dem Freiraum-Institut. Jörg Fuhrmann, tschüss.